Und das ist eine Bandbreite, die man so fast nirgendwo in Europa findet. Unser Ziel ist, 3D-gedruckte Implantate herzustellen. Idealerweise, die dann schon auch aus Zellen bestehen, also die Zellen, lebende Zellen beinhalten und die dann auch durchblutet werden können. Wir haben in Freiburg die Kombination von Materialwissenschaften, Systementwicklung und Anwendungsentwicklung. Die Luftfahrtbranche ist eigentlich die Vorzeigebranche im Einsatz von 3D-Druck. Und wir werden in den nächsten Jahren dort wirklich Produktionen mit dem Metalllaserschmelzverfahren sehen, wo Metallbauteile aus dem 3D-Drucker in Fabrikhallen entstehen. Wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab, ganz vorne vom Design bis hin zur Entwicklung von Materialien, neuer Fertigungssystem für neue Anwendungen. Im Bereich des Metalldrucks haben wir ein System, das so ähnlich funktioniert wie ein Inkjet. So, man nennt es Drop-on-Demand-System, wo man also einzelne Tropfen dosieren kann. Und das Besondere bei unserem System ist, dass die aus heißem geschmolzenem Metall sein können, bis 900, 1000 Grad, sodass wir also auch schon Aluminiumtropfen gedruckt haben. Das ist eine Bandbreite, die man so fast nirgendwo in Europa findet.